Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Partie GeoGuessr. Ja, der Champion muss geschlagen werden. Der Champion bin nicht ich, das ist der Daniel, der ist auch wieder da. Jawohl, ich bin hier und um meinen Titel ein weiteres Mal zu verteidigen, hoffentlich. Ja, mal schauen. Diesmal fängst du an, wir spielen wieder weltweit. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, legen wir gleich los. Habe ich eigentlich beim Münzwurf verloren oder warum muss ich anfangen? Das ist Wir wie beim machen es Fußball, ab. oder? Nein, wir machen es einfach abwechselnd, der Fairness halber. Okay. Diskutier nicht mit mir rum, du hast doch eh schon zweimal gewonnen. Ja, ist ja gut. Alles klar. Hast du schon gesagt, wir machen weltweit wieder, ne? Genau, wir machen Genau. weltweit 3 Minuten umschauen und dann eben seinen Tipp abgeben. Okay, gut. Dann beginne ich doch mal. Ich drücke mal auf Start. Chaka. Ole, ole. Loading. Ja, Oh. willkommen in der Pampa. Willkommen in der Pampa. Oh. Ich habe aber gleich einen LKW neben mir. Ja, aber die LKW sind mit Vorsicht zu genießen, ne? Die sind ja Ja, überall unterwegs. die fahren ja immer überall durch. Ja. So, aber jetzt will ich trotzdem mal gucken, ob da irgendwo drauf steht, was wo der herkommt. ZA könnte eine Abkürzung für ein Land sein vielleicht. Oder ich müsste halt die Vorwahl wissen von dem Land, aber. Ja gut, das ist der nächste Auftrag. Alle Vorwahlen der Welt auswendig lernen. Peter Bildtransport, ich hab. Nee. Ja, das könnte wieder so nach. Das könnte nach Australien, das könnte aber auch Amerika sein, wobei Amerika wären, glaube ich, die Straßenspuren anders, denke ich mal. Ja, Es Also könnte aber auch. es sieht auf jeden Fall sehr, sehr trocken aus. Genau. Also es ist auf jeden Fall nichts, was jetzt irgendwie extrem im Norden oder extrem im Süden liegt. Also, ich sag mal, vielleicht so etwas südlich. Wer ist denn so schmutzig und lässt hier so viel Dreck Ah, auf der guck mal, Straße die liegen? Kreuzung, die sagt dir doch bestimmt was. Die Kreuzung. Ja, ich müsste halt mal dahinter zu dem Schild, ne? Oh Gott. Willst du die Pferde fragen? Die Pferde. Also gut, wer hält Pferde auf der Welt? Oh, Schafe. Fast Schafe. keiner. Schafe an der Straße. Wer macht denn Allmählich habe ich so sowas? langsam Verdacht. Schottland? Nee. Nein, nein. Oh, das ist ein bisschen eigentlich Oder braun ein für Schild? Schottland. Schild? Achso, das ist einfach nur dieses Viehschild. Ja, Vorsicht, Kühe. Das ist Kühe. Ach Ach je. du Scheiße. Ich sehe schon, das wird nicht. Was ist da? Ist da ein Auto stehen geblieben? Ja, scheinbar Bauarbeiten. Wenn jetzt draufsteht, woher, ne? Krise. Schwarze Menschen. Ich... Schwarze Menschen. Mit dem Schild ist es nicht leserlich. Gibt schon wieder viel zu viele Tipps, ne? Nee, das kann ich nicht lesen. Ich weiß nicht, was das Okay. ist. Oh je, das könnte jetzt Afrika auch sein. Ja, Das so könnte die Afrika sein. Richtung hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch tendiert. Also nicht, dass es nur schwarze Menschen in Afrika gibt, aber es ist zumindest mal ein gewisser Hinweis. Oh Gott, jetzt, ich glaube, ich guck mal, Ach was. so, ja, scheiße, du hast ja nur noch 20 Sekunden. Ja. Was könnte das sein? Also Also Wüste ich ist habe. es nicht. Ich hätte mal gesagt, so irgendwo in dem mittleren Bereich hier vielleicht. Oder vielleicht da hinten. Ach komm, ich sag mal, dass das Kenia ist. Ich sag mal Kenia. Also ich hätte jetzt Algerien getippt. Schade. Schade. Okay. Das ist, was ist Naja, denn das? gut. Botswana oder Namibia? Eins von den beiden. Es sieht nach Botswana. Botswana noch aus. Okay, das Land habe ich noch Ach. nie gehört, ehrlich gesagt. Das ist mir komplett neu. Aber zumindest mit Afrika schon mal nicht so schlecht. Also ich fange ja mal langsam an, ja? Ich will ja dir Ja, noch ein bisschen Hoffnung lassen. ich wollte gerade sagen, meine Hoffnung war nicht ganz zerstört gleich. Okay, Das ist doch gut. schön. Dann Na springe dann ich mal auf. weiter in Runde 2. Die. Oh Gott. Okay. Wie war das beim letzten Mal mit dem. Wir landen diesmal in der Pampa? Wir Ja. landen diesmal in der Pampa. Aber So. hallo. Gelbe Schilder. Weiße Nummernschilder. Und was ist denn da? Da ist so ein Schild. Achso, das ist wieder nur so Kurvenanzeigeschild. Eieiei. Ich rush mal, glaube ich, durch, in der Hoffnung, dass ich irgendwo
Oh, da ist eine Tanke. Ja, da ist eine Tanke. Oh, da ist ein Schild. Was ist da drauf? Vlaichi. Was könnte Vlaichi denn sein? Credit Coop. Irgendwann auch. Klein wenig überfragt. Jetzt muss ich irgendwas so ein Deputanter. Kann es sein, dass es rechts ein Waffenladen ist und links ja. so ein Medikamentenladen? Cool, das ist ja cool. Wird mal angeschossen, kann man sich gleich verarzten lassen. Help, Medic! Was ist oh, da? Da war ein Schild. Oh Gott, wo bin ich? Wo ist das Schild? Bedita. Was ist denn das für ein Der Fluss. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Echt nicht. Ich bin jetzt auch gerade da. Dieser Ort sagt mir überhaupt nichts. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich die Schrift, also diese Sprache einordnen soll. Es könnte ganz viel sein, weil es einfach so komplett fremd ist. Es scheint auf jeden Fall halbwegs wohlhabend zu sein. Also die Häuser? Die Häuser schauen jetzt jedenfalls nicht scheiße aus. Was könnte das sein? Man sagt so vielleicht irgendwas bei Kroatien da in der Nähe? Ich bin ja Meister da drin mit. War das ein Flugzeug links? Also sorry, ich will jetzt nicht von deiner Zeit, das ist halt echt ein Flugzeug. Das ist es nicht Royal Air Force mit dem Punkt hinten drauf? Eigentlich ja. Warum haben die ein Royal Air Force Flugzeug da? Vielleicht abgeschossen, ausgestellt als Trophäe? Kroatien. Schießen. Weimar. Warte mal. Ist es vielleicht ein Land, was im Zweiten Weltkrieg auf deutscher Seite war? Ach je, jetzt geht's los. Oh Gott, was könnte das sein? Oh Gott. Also ich bin ja der Meister da drin, immer Tipps zu geben, die einen verraten, aber ich hätte jetzt auch keine Idee. Null. Verdammt, ich... Keine Ahnung, ich soll Serbien. Serbien. Komm hier. Das war gut. Das war aber verdammt gut. Ach du Scheiße, war das gut. Also dafür, dass es mir gar nichts gesagt hat, bin ich echt zufrieden damit. Jo. Nicht schlecht. Jetzt nur die Frage offen, war Serbien damals im Zweiten Weltkrieg auf deutscher Seite? Nee, Rumänien, stopp. Ja, ja klar, Rumänien war. Lange Zeit. Das könnte sogar sein. Das heißt lange Zeit, bis du dann... ich bin schon mal in Runde 3, fällt mir gerade auf. Ach du Scheiße, wo bist du jetzt? Warte mal, Wald? Das könnte Deutschland sein? Ja genau, weil nur in Deutschland gibt es Wälder. Ja, aber nein, aber das... Ach komm. Ist... Oh, Osonia. Oh Gott, was könnte das denn sein? Auf den ersten Blick hätte ich... Oder vom ersten Eindruck hätte ich mal gesagt, könnte irgendwas so Finnland... Ja, schon faszinierend, wo dieses Auto von Google da, also die Autos überall hinfahren. Ja. Backsteinhäuser. Ja, das ist doch schön. Achso, kommt jetzt diese Nord-Theorie. Ja, die kommt bei mir ganz stark durch. Glaube ich jetzt ehrlich gesagt da nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, das sind zu wenig Kiefern, oder? Nee, es ist Eismann, da schau her. Hä? Deep Freeze Twistdienst. Das ist aber Deep Freeze. Also das ist schon irgendeine Sprache, die am Deutschen so ein bisschen angelehnt ist. Ja, oder gibt's auch Eismann in... Gibt's Eismann überhaupt noch? Ich meine, das ist doch schon... Ich glaube schon. Wie alt sind die Bilder? Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wo du gelandet bist, wo so ein Eismann-LKW rumfährt. Boah. Das ist auf jeden Fall ein schönes Fleckchen Erde, das kann man auf jeden Fall sagen. Also ich finde es da sehr idyllisch. Oh, ich weiß nicht, das wäre mir viel zu ländlich. Da könnte ich vielleicht nur irgendwo vielleicht noch einen Döner laden und dann ist gut. So, was haben wir denn da? Promenade Con Conros.
Das könnte auch irgendwie so Belgien oder so wieder sein. Hä, das ist eigentlich ganz strange. Irgendwie ist da alles drin. Ich hoffe, bei mir sind die Hunden etwas glücklicher. Paul. Ja, was da ist liegt Paul begraben. Paul. Noch 38 Sekunden. Ja, ich sehe es. Creme? Creme Laie. Ja doch, das ist. Ich glaube, das ist Belgien. Ich glaube, das ist Belgien. Meinst du? Jetzt muss ich suchen. Oder Luxemburg, irgendwie sowas. Wo setze ich denn jetzt mein Kreuzchen hin? Jedenfalls solltest du es langsam mal hinsetzen. Mal hier. Mal hier. Nein! Nein! Ob sie wirklich richtig liegen, erfahren sie in 5 Sekunden. Also wenn wir das noch öfter spielen, überlege ich mir, ob ich mir wenigstens die Version... Guck mal einer an! Guck mal einer an! Scheiße, ich werde wieder so ablosen. Das ist so zum Kotzen. Respekt. Also ich glaube, das ist 51 Kilometer nur. Ich bin von mir Respekt. Selbst ein bisschen überrascht. Hat mir gut gefallen, die Lokation. Ja, ich fand sie auch irgendwie toll. Okay, Holzpäuser, ich würde sagen Amerika. Wir sind irgendwann in Amerika. Alter, wieso bist du so gut in diesem blöden Spiel? Weiß ich nicht. Vielleicht zu viele Fernsehfilme gesehen, die alle nichts sagen oder die ich auch nichts mehr weiß, aber... Also in Erdkunde war ich nie gut, das kann ich dir sagen. Na, das sehe ich. Nee, ohne Scheiß, also in Erdkunde war ich damals echt nicht gut. So. Fossil. Also gut, das ist auf jeden Fall. Ja doch, das ist, schätze ich mal, schon irgendwie Amerika. Centre D. Nee, das kann Kanada sein. Hardware Building Center. Centre de Renovation. Das klingt so ein bisschen nach Französisch. Also die Autos sehen auf jeden Fall nach Nordamerika aus. Ja. Alkohollikör. Da. Also das ist so eine Französische. Das ist. Ich bin mir fast sicher, dass das Kanada ist. Jetzt? Restaurant. Ah, eindeutig. Restaurant, Französisch, Kanada. Top. Diese Logikfolge. Was ist denn da vorne? Das ist aber nur wieder Schildchen, ne? Darf ich mal näher ran? Also für Amerika hängen hier viel zu wenig Amerika-Flaggen. Das ist ja doch im Prinzip hier das zweite Haus. Jetzt bin ich irgendwo komplett anders. Das stimmt. Du bist gebeamt. Ja. Dann wird das so eine Jahreszeit. Jetzt ist das Schild nämlich plötzlich weg. Kanada! Ja, ja doch, da war eine Flagge. Da war eine Flagge. Ich hab's, da war Kanada. So, jetzt ist. Okay, jetzt ist es nur wieder. Das Problem, wo ist das in Kanada? Kanada ist ja auch nicht unbedingt klein. Ja, das ist wohl wahr. Gibt es Ecken, wo man verstärkt Französisch spricht in Kanada oder ist es gleichmäßig verteilt? Also ich weiß, wo sehr viel, sagen wir mal, französischer Touch ist. Sehr, sehr viel. Das habe ich zum Beispiel, glaube ich, gar keine Ahnung. Ich weiß, dass das Kanada halt. Ja, komm, ich schau gerade mal. So. Oh Gott, Kanada ist halt echt nur klein. Nur so in dem Eck hier geschätzt. Ich glaube hier runter, zur Runde. Ich probiere es. Ich gehe mal hier hin. Da hätte ich es auch rein. Naja. Naja, zumindest Gott, mal die Höhe hat gestimmt ungefähr. Es ist doch nicht dein Ernst. Kannst du mal irgendwie voll ein paar Mal die Nullnummer machen? Es ist furchtbar mit dir. Eine Runde habe ich noch. Ja, super, ole ole. Mach dann mal, ja? Ja, ja, mach ruhig. Ich mach dann mal. Bereite mich schon mal auf meine Niederlage vor. Oh Gott. Ach, hör auf rumzuheulen. Das letzte Mal hast du auch getroffen. Na, Vespa, okay. Ah, ich habe jetzt komplett konkreten Verdacht, wo wir sind. Das ist schön, weil ich nämlich überhaupt nicht.
Das wird mein Nuller. Das sag ich dir jetzt schon. Oh, ich glaube, ich weiß sogar ziemlich genau, wo wir sind. Was zum Kuckuck ist das denn? Ja, das bestätigt. Nicht, dass ich es lesen könnte, aber. Halt, da ist noch ein Schild. Was ist denn da? Ach du Scheiße. Sowas wie Indonesien vielleicht? Ah, nee. Na, guck mal, das Ortsschild. Ja, kann ich nicht lesen. Kann ich nicht lesen. Das kann ich überhaupt nicht zuordnen. Moment, ist dieses Auto wirklich auf diesem Feldweg lang gefahren? Oh, Scheiße. Das ist eine Flagge hier, ne? Die ich ist auch das nicht. so? Ja, die kann ich aber nicht in. Was ist da? Wer ist denn dieser Führer da? Oh, das könnte Thailand sein. Könnte das sein? Ach, Thailand ist irgendwie so eine Fahne. Könnt ihr vielleicht mal irgendwo eine E-Mail-Adresse mit Dings hinten dran stehen? Das wird es, glaube ich, ein bisschen leichter machen. Aber ich glaube, das Dorf sieht dann so aus, als hätte es viel Internet. Gott, wo ist denn das? Also in Indien Ach fahren die doch ja. jetzt so einen Haufen mit so Zeug rum da auf jeden Fall, ne? In Indien fahren die auch mit so Zeug rum hier. Ja, das Das sieht mir stimmt aber wohl. so ein bisschen asiatisch aus hier, das Gesicht. Boah. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Wo stufe ich das denn ein? Spannung steigt, die Spannung steigt. Das sind noch 10 Sekunden. Machen wir hier Kambodscha. Ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen Urin habe ich da gerade. Ach du Scheiße, war das gut. Ja, Thailand war es definitiv. Habe ich doch recht gehabt mit der Flagge. Jo. Ich war mir nicht 100% nicht sicher. Das war der thailändische König, der da abgebildet war, der komische, total Verrückte da. Ach Gott, jetzt lehnst du dich aber aus dem Fenster, Ich nehme ihn aus dem Fenster, es ist bekannt, dass er völlig durch ist du. und Was hast du seine denn Macht missbraucht. Unterlassungsklage hier vor uns liegen? Ja, soll er. Also ich glaube, der macht nicht mit Unterlassungsklage, der schickt einen gleich die Kille auf den Hals. Ich möchte noch nicht sterben. Schreib mal deine Gesamtpunktzahl auf, die ich Ich muss nicht erstmal wissen will. raussuchen. Achso, erstmal habe ich Achievement. Ich bin Junior Explorer. Klasse. 15.025. Oh Gott, es wird immer besser bei dir. Okay, das ist im Chat. Gut. Ja, Dann dann machen wir würde einen ich kurzen sagen, Break, ne? genau, dann mache ich mich auf die Blindensuche. Bis dann. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück, um meine Runde zu beobachten. Die fulminante Niederlage wird kommen. Ich habe nicht wirklich viel Hoffnung. Bevor du anfängst, eine kurze Frage. Bist du Ja. motiviert? Ja, total. Nach Darfst du dieser nicht hören. Punktevorlage bin ich total motiviert. Ich gehe davon aus, dass es jetzt richtig abgeht. Wahrscheinlich wiege ich mich gerade ein bisschen zu sehr im Sicheren und gleich ballerst du erstmal richtig hier so 3.000, 5.000 raus oder sowas. Ja, ich starte schon mal mein Fang Desaster. mal an. Ja, sehr schön. Das sieht mir doch nach. Oh, Du Amerika hast aus? schon einen relativ, du hast schon einen relativ guten Hinweis, glaube ich, da hier mit dem Schild. Ich weiß zwar nicht, wo das ist, aber wenn man es wüsste, dann hätte man wahrscheinlich gute Chancen da, gleich mal ordentlich was Sag mal, rauszuballern. komme ich da nicht weiter voran? Doch. Ach, da steht Doch, es ja. nochmal. Short Creek. Da ist nochmal ein Schild. Okay. Fahren wir lang. Fahren wir da lang. Du kannst auch einmal im Kreisverkehr gehen. Warum macht denn so kleine Schritte hier? Was ist denn da los? Oh Gott, da ist wieder nichts.
Wann bin ich denn immer komplett abgelegen? Da ist ja nie Zivilisation, wo ich bin. Also wir sind auf jeden Fall so Richtung... Ja, ich denke dir Kanada. Kanada? Sure. Wenn irgendwann mal was kommt, könnte ich dir... Es kotzt mich so an. Ganz ehrlich, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich jedes Mal diese kompletten Straßen... Ja toll, da ist mal so ein abgelegenes Häuschen. Möchtest du vielleicht in die andere Richtung fahren? Ja. Bringt, glaube ich, auch nichts. Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen spät. Ja super, da ist ja nichts. Warum? Da ist doch ein Schild. Ach, was. Da steht. Ja, willkommen in Kanada, ne? Genau, wahrscheinlich steht noch irgendwie drauf. Hallo, 20 Kilometer bis Ottawa. Ey, das gibt's doch nicht. Ey, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich immer hier in der kompletten Bamba abgesetzt werde. Oh, ich höre da ein bisschen Missgunst. Das ist keine Missgunst, ich heul gerade rum. Das ist doch nicht wahr. Die hohe Kunst ist Mimimi. Ja, Mimimi, du mich auch. Sagt einer, der da hier einen Volltreffer nach anderen landet und immer in den größten Städten landet. Nein, tut er nicht, aber wenigstens Barhinweise immer kriegt. Ich meine, so ein bisschen, ja. Ich habe einen Wald, das ist toll. Ganz viel Wald. Unfassbar geil. Ja, super, was soll ich denn machen? Uff. Das hört ja nicht auf. Das ist wirklich... Oh, ist nee, das... da hätte ich jetzt auch nicht wirklich eine Ahnung. Also, da bin ich jetzt ebenfalls... Hast du noch 15? Ja. Ja, sehen wollen wir nicht. Wo ist denn Amerika? Moment. Kanada. Ja, weißt du was? So schnell. Oh. Klick. Hab geklickt. Was sind wir denn? Du hast... Ach, nicht ich hab nicht auf den geklickt. Ja, ist eh wurscht. Aber du warst in Kanada richtig. Ja, aber total falsch, ich war da. Ja, aber vielleicht so ein paar hundert Punkte hättest du gegeben. Naja, muss ich halt jetzt lauter Volltreffer landen. Ach du Scheiße. Da, jetzt hast du mal einen Volltreffer hier. Das ist doch mal ein Volltreffer. Ist das ein Volltreffer? Ja. Also okay. Du hast ein Schild mit drei Ortschaften drauf. Also viel genauer wird's wahrscheinlich nichts mehr heute Abend. Das ist ein Volltreffer. Mit Städten, die ich nicht mal aussprechen kann. Okay. Katanak. Also, das ist nicht Kanada. Ich durchforste mal die Welt schnell nach den drei Käfern hier. Fahr lieber mal weiter. Ich glaube, du wirst die Käfer nicht finden. Ach, wirklich? Ich habe das so das Gefühl, dass sie nicht groß genug sind, um da auf der Karte zu erscheinen. Ja, aber guck mal, die haben eine riesengroße Straße. Da ist das Örtchen. Ja, da ist das Örtchen Katanak. Oder wie auch immer. Ja, okay. Das ist ein Tanke. Das ist ein kleines Töpfchen. Da gibt es nur eine Tanke. Die leben da alle drin. Oh Gott, ey. Also diese Preise sehen nicht nach Euro-Währung aus. Ja, wir sind auch nicht in der Euro-Gegend. Nee. Nee, ich fahre jetzt halt 48 Kilometer da in die Richtung. Ich gehe mal wieder zurück. Hey, Kata. Warte mal, kann das irgendwie sowas... Könnte es irgendwie so... Das ist so ein bisschen im russischen Gebiet, oder? Hey, du willst mich jetzt nur wieder komplett auf die falsche Pferde locken. Nee, da stand irgendwas mit Ekat. Keine Ahnung, es gibt doch dieses Ekaterinburg oder sowas. Oder keine Ahnung. Aber die heißen doch alles so ähnlich da drüben, die Städte. Es gibt es nicht, ey. Wahrscheinlich ist es eher so ein kleines Land. Sowas wie... Was liegt denn da noch so nebendran? Weißrussland? Oder... Ey, wie willst du denn da was rausfinden? Ja, super, man hat die Käfer... Keine Häuser, kein nichts, wo man sich mal irgendwie ein bisschen orientieren kann. Das ist ja irgendwie total Banane. Kommt da was? Nee, ne? Die Kreuzung. Toll. Und beide führen sind Acker. Schön einmal geguckt, ob kein Verkehr kommt und weitergefahren. Na super, das ist eine absolute... Ach komm, weißt du was? Uiuiui. Wo setzen wir uns denn mal rein? Es ist relativ grün.
Also da wurde mit der Maus was, glaube ich, hätte ich jetzt auch so irgendwie, Ach, genau, wisst ihr, das ist irgendwie jetzt so nicht da so ein rein und ist mir egal. Naja, gar nicht mal Ukraine. so weit weg. Was ist es? Moldawien jetzt, ne? Ja. Es ist, Nee, Quatsch, Moldawien hast du, das ist doch in genau, Russland. es ist komplett in Russland. Naja, vielleicht kriege ich jetzt Oh, ich habe mal. sogar gar nicht mal so falsch gelegen. Da war nämlich Ekaterinburg oben drüber gestanden. Ja, das ist schön. Ja. Sag mal, willst du mich verarschen? Ach Gott, wo sind wir denn Das ist eine jetzt? Moschee, oder? Nee, die bauen da drüben relativ häufig mit diesen Kuppeln. Oder? Ist das zufällig eine Moschee gewesen? Das ist nämlich auch geil. Einzige Moschee in dem Land. Die ist aber ziemlich außerhalb. Ja, die sind nicht gern gesehen anscheinend. Ich glaube, die müssen erst dahin pilgern. So, wo sind wir denn jetzt? Das sind nochmal ein paar Käfer, das ist Da doch mal guckt doch mal was. rechts auf die Schilder, da steht doch mit Sicherheit irgendwas. Public Toilets. Local Store. Okay. Bist zumindest mal im englischsprachigen Gebiet. Das ist korrekt. Heißklinik. Ich habe einen ganz konkreten Verdacht. Da bin ich jetzt mal gespannt. Bitte was? Refugee? Fahr doch mal dahin, da ist irgendein Flüchtlingslager. Du redest dich schon wieder im Kopf und Kragen, das ist dir schon klar, ne? Nein, da stand irgendwas mit Refugee. Ich will wissen, was da ist. Ja, schön, dass wir jetzt für dich die Sightseeing-Tour machen. Soll ich irgendwo abbiegen? Wo wollen sie denn gern hin? Können wir noch mal rechts hochfahren? Was ist denn hier los? Oh, da geht's Was? tatsächlich, da kannst du echt hochfahren. Habe irgendwie doch keine Ahnung, wo wir sind. Im Zweifelsfall ist vielleicht wieder Kanada? Nee, Kanada sind wir nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube. Ich glaube. Oh, da sind viele Leute, oder? Die da irgendwie mal eine Fahne gehisst? Nicht patriotisch, die Leute. Null. Sowas kann ich nichts anfangen. Also ich mache jetzt mal einen ganz verwegenen Tipp. Ich gehe mal nach Neuseeland. Zumindest mal eine gute Idee. Da waren wir noch nicht. Oh, ja. Dahin? Ja, komm, so groß ist die Insel nicht. Du, Oh. du, du, du. Jetzt wird's aber spannend hier. Ja. Das sind immer die spannendsten Tipps, ja. Ach, Mann, ey. Aber gleich ist ja geschafft. Na, guck mal Oh. einen an. Na, schau mal her. Es sind zwar nicht viele Punkte, aber ich war nicht ganz so daneben. Stimmt, ja. Aber das ist schon ziemlich fies, das einfach an dem Zipfel da zu machen. Da war ja, also ich habe da kein Wasser weit und breit gesehen. Ui. Okay, es schneit da, es sieht sehr. Sind wir wieder da, wo du warst? Also wenn jetzt gleich ein Nee, das. Eismannwagen um die Ecke Also kommt, ja, ne? das sieht ein bisschen. Ach so, da ist man. Das Gelbes sieht nach einem sehr Nummernschild? verschlafenen Örtchen aus. Ein gelbes Gelbe Nummernschild? Nummernschilder? Haben Belgien auch gelbe Nummernschilder? Da bin ich überfragt. Aber das. Ich würde das auch da ungefähr verorten, ja. Da ist ein Schild. Guck doch mal drauf, Ja, was da ich steht. weiß, da ist auch ein Schild. Relais. Okay, das könnte. Könnte es auch Frankreich? Könnte auch Frankreich sein, scheinbar. Das könnte wieder. Frankreich oder Morville? Morville? Ja, das weltbekannte Städtchen Morville. Barclub. Okay, warte mal, wenn das der Rest ist, was ich glaube. Wo ist denn Europa? Da.
kleine Kaff wird dann ganz da unten rumlungern. Ja. Ja, genau. Keine Ahnung, also bist du dir sicher, dass es Belgien statt Frankreich ist? Ich hab doch keine Ahnung. In dem Kaff werde ich es eh nicht mehr rausfinden. Ich gehe definitiv nach Belgien. Weißt du, was ich mache? Was war denn hier? Hier ist Belgien, hier ist Frankreich, hier ist Luxemburg. Ich mache so dieses Dreiländereck. Na, guck mal. Na, guck mal einer an. Das war doch mal gute Punkteausbeute. Ja, aber Frankreich war es tatsächlich schlussendlich. Ja, ja. So, gut. Letzte Runde, Finale. Letzte Runde. Palmen? Palmen. Mallorca! Ja, genau. Muss noch einen Eimer finden. Genau, jeder, der nach Mallorca geht, kriegt einen Begrüßungs-Sankria-Eimer. Eimer saufen. Was seid ihr denn hier? Ist alles dicht? Bin ich jetzt gelandet? Geisterstadt oder was? Was ist das für eine coole Garage da hinten? Ach du Heilige, was mache ich denn da? Das ist ein Zelt. Fahr mal weiter. Echt, da kannst du auch. Da geht ja auch weiter. Ja. Amerika. Meinst du? Kanada, Amerika. Irgendwo das Eck wieder. Bin ich mir ziemlich sicher. Kanada, du schönes Land. Ach Gott, ey, da ist wieder nix. Weißt doch, wie das ist. In Kanada ist Kanada. Ey, hier ist ein Trailerpark. Da hat doch bestimmt irgendjemand wieder patriotisch seine Fahne rumfliegen, oder? Sind die nicht alle so? Das nächste Mal, wenn das Google Auto da durchfährt, da haben die bitteschön alle gefälligst eine Fahne aufzustellen. Ja, das ist doch bei Trailerparks eigentlich so. Wieso fährt denn nicht da rein? Da fahr doch mal da rein. Mann! Da hinten ist doch so Schild, oder? Nee. Was ist das hier? Nee, ich hab da rechts gedacht, aber das sieht einfach durch den Stream gerade ein bisschen. Da kannst du ja nicht mal weiter jetzt, ne? Jo, das ist wohl wahr. Okay, ich hab noch eine Minute. Ach, kann man da resetten? Ja, wenn du an die Fahne klickst. Links. Ah, okay. Oh, nein, da schon. Da ist so ein schönes Schild. Großes Schild und ich komme wieder mit der Stadt. Caverns Lake Shasta. Was zum Fick? Also bist du 7,5 Meilen. Warte mal, da ist noch eine Fahne. Geh mal nach links. Los. Da war eine Fahne, oder? Da, hier, Amerika. Okay, jetzt weiß ich aber überhaupt nicht mehr, wo wir sind. Ich kann das Kaff nicht einordnen. Amerika irgendwo in der Nähe von einem See. Ja, toll. Omega hat ja nur zwei Seen. Aber soll ich dir was sagen? Ich bin dir eher so da oben irgendwo. Wenn ich mal so ganz ehrlich bin. Montana, North Dakota. Ich kann mich nicht zwischen denen entscheiden. Ach komm, ist das. Zack. Das sieht mir so nach Norden aus. Nee, überhaupt nicht. Naja. Na gut, naja, das war. Das ist südwestlich an. Das war sehr lausig. Gott, ey, ich krieg nicht mal meine 10.000 Punkte voll. Soll ich den Punkt schon abgeben? Mann. Ja, Glückwunsch. Dankeschön. Das war die letzte Folge. Ich habe keine Lust mehr. Befürchte, das hat er sich ein bisschen anders vorgestellt. Ach Gott, ey, das ist unfassbar, wenn du wirklich nur in der. Ich habe zwei Dinger gehabt mit nur Pamba. Was willst du denn da machen? Nix. Gar nichts. Naja, gut. Wir haben ja noch ein paar andere Alternativen. Vielleicht machen wir das nächste Mal einfach nur deutschlandweit oder nur. Ja, wird es ja noch peinlicher für mich. Na, Deutschland bin ich ja noch ein bisschen. Ich werde dich weltweit auch noch schlagen, irgendwann. Irgendwann ist es soweit. Wenn das Spiel bei mir abstürzt. Ja, genau. Nein, Spaß.
Das Das soll es stimmt. gewesen sein, würde ich sagen. Der Daniel ist der glühende Gewinner. Das dritte Mal hintereinander der ungeschlagene Champion der Champions. Und der Noob Alex, ja, leckt seine Wunden und trainiert fürs nächste Mal. Ich schenke dir zu Weihnachten Atlas. Ich hau dir das Ding um die Ohren, ey. Na gut, dann halt nicht. Mann, war doch nur ein Angebot. Okay, dann sage ich auch mal ganz artig Tschüss. Und wenn ich schon mal dabei bin, schaut doch mal bei unserem anderen Zeug vorbei oder rein oder hört euch mal die Podcasts an. Ganz tolles Zeug dabei, ganz sicher. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao.